bei uns jetzt heute richtig scharf, weil wir reden heute über die Chili. Und davon gibt es jede Menge Sorten und ich habe euch auch einige heute mitgebracht. Und im Grunde unterscheiden die sich hauptsächlich durch den Schärfegrad, nämlich durch den Anteil an dem sogenannten Capsaicin, schwieriges Wort, Capsaicin in der Chili. Und dieses Capsaicin ist dafür verantwortlich, dass die Paprika zu Chili wird. Und gemessen wird der Schärfegrad in sogenannten Scoville-Einheiten. Und daraus hat man einen, Gradmesser für die Schärfe gemacht von 0, gar nicht scharf, bis 10, supermäßig scharf, dass wir es kaum aushalten. Ja. Schauen wir uns mal an, was die einzelnen Sorten so zu bieten haben. Also da gibt es zum Beispiel die Pimientos de Patron, kennt man vielleicht vom Spanier, von den Tapas. Die sind super, super lecker, wenn man sie in Olivenöl anbrät und da noch ein bisschen Meersalz drüber gibt. Tolle, tolle Sache zum Aperitif. Die ist jetzt gar nicht so besonders scharf, die kann man gut so essen. Die Jalapeno, die ihr vielleicht vom Mexikaner kennt, ist oft mit Käse gefüllt. Da wird es dann schon schärfer. Die liegt dann schon bei so circa 5, 6, wenn sie getrocknet ist. Und richtig scharf wird es dann hier, bei der sogenannten Habanero Chili. Die ist vergleichbar in etwa mit dieser ganz kleinen Thai Chili und da geht es schon richtig zur Sache. Die wird sicherlich bei 8, vielleicht sogar 9 Schärfegraden liegen. Also da muss schon richtig der Harte ran, um die zu genießen. Und ich zeige euch jetzt, wie man richtig mit der Chili umgeht. Also, das Scharfe im Chili ist innen drin in den Scheidewänden. Das heißt, wenn ich es nicht so scharf haben möchte, dann verwende ich die Chili als Ganzes. Zum Beispiel eine Suppe rein oder in einen Eintopf. Wenn ich sage, okay, ist mir noch ein bisschen zu wenig, dann gibt es einen kleinen Trick. Und zwar nehme ich einen Zahnstocher und piek's einfach ein paar Löcher da rein. Je mehr Löcher, desto schärfer wird es natürlich. Wenn ich sage, okay, ich möchte es aber richtig scharf, dann muss ich mit dem Messer hergehen. Gut, und das machen wir jetzt. Und jeder, der das schon mal versucht hat und der dann aus Versehen mit den Händen hinterher in seine Augen gekommen ist, weiß, das tut verdammt weh. Das heißt, ich muss mir was einfallen lassen. Und ich habe zwei Tipps für euch. Und zwar, das eine sind so super schicke Gummihandschuhe, die ich mir jetzt gleich mal anziehen werde. Und mit denen rücke ich der Chili zu Leibe. Und zwar, als erstes köpfe ich einmal hier. Und dann möchte ich ja die Kerne raus und die Kerne sind natürlich auch total scharf und die nehme ich erstmal weg und ich mache die Chili so auf und kratze hier einfach mit dem Messer. Es sollte so ein kleines, scharfes, spitze Messer sein, die Kerne raus und dann kann ich hergehen für die weitere Verwendung entweder in kleine Streifen oder ich kann es natürlich auch in großen Streifen verwenden. So, jetzt habe ich vielleicht keine Handschuhe daheim, dann gibt es einen zweiten Trick. Und zwar, fast jeder von euch hat ein bisschen Olivenöl im Schrank. Ich kann einfach hergehen, mit dem Olivenöl schön meine Hände einreiben. Das darf ruhig noch ein bisschen mehr sein. Und dieser Ölfilm, der schützt mich jetzt auch davor, vor dem Capsaicin an den Händen. Und ich kann hier ganz einfach weiterarbeiten. So, und jetzt zeige ich euch noch, was man super Gutes mit der Chili machen kann.